komme heute an unser Thema Gottes Wege zwischen Glaube und Verstand. Es gibt so viele Beispiele im Neuen Testament und ich habe bei der Vorbereitung dieser Gottesdienst gebetet, Herr, gib mir Weisheit, weil manchmal in einer von den Punkten bin ich sehr begeistert und rede ich die ganze Zeit von dem Gottesdienst. Aber ich versuche, kurz wie es geht, an jeder Punkt zu sprechen. Manche Beispiele, das ist in Jesaja 55, diese Verse, was wir heute gehört haben, dass Gottes Wege und Gottes Gedanken ist höher als alle unsere Gedanken. Und ich möchte ein paar Beispiele zuerst auf dem Alten Testament. Wie Gottes Wege ist total anders, höher als alle unsere Vernunft. Und dass ich nicht diesen Einsatz oder Einsatz vergesse, will ich ganz am Anfang sagen. Der Glaube ist nicht gegen unser Verstand, aber der Glaube ist über unser Verstand. Alles, was wir lernen und studieren, da sollen wir das bringen und legen wir das unter Gottes Wort. Was ich nicht verstehe oder akzeptiere, das ist das Problem für meine Gedanken, nicht Probleme für die Heilige Schrift. Gott ist nicht gegen unser Verstand, aber er ist höher als aller unser Verstand. Das erste Beispiel, was ich heute davon rede, wer kann das glauben, dass von einem sehr trockenen Stab sprießen Mandelblüten? Haben Sie ein Stück zu Hause? Wer kann das glauben? Aber was in Gottes Wort in 4. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 23, lesen wir über diesen Stab von Aaron. Und das ist einfach Symbol für den Herr Jesus Christus, der von Tod auferstanden, der neues Leben gegeben. Wir kommen zurück an dieses Beispiel mit in dem Wort. Aber zweites Beispiel, eine Axt aus Eisen kann ich wimmen. Wenn ich heute einen Lehrer oder Lehrerin für Physik unter uns habe und ich sage, diese Axt wird schwimmen auf dem Wasser, keiner wird das glauben. Und wie wir das heute praktisch machen, wenn ich hole heute einen riesengroßen Eimer voll mit Wasser und schmeiße drin, egal ein Euro drin, es wird runterfallen, sinken. Aber was steht in Gottes Wort? 2. König, Kapitel 6, Vers 6. Leute sind zu Elisa gegangen. Die wollen für sich etwas bauen. Und jeder ist gegangen, um ein Stück Holz, ein bisschen Holz zu holen. Und einer bei dem Abhauen, dieses Stück Eisen von dem Axt, ist ins Wasser gegangen. Und er hat das ausgeliehen. Es ist nicht sein. Er wusste nicht, was zu tun. Und da hat er zu Elisa geschrien, oh, das ist ausgeliehen, was ich jetzt tun. Und da sagte Elisa, wo ist das hingefallen? Er sagt, in diese Stille. Da hat er Elisa ein Stück vom Holz ins Wasser geworfen und das Stück Eisen ist aufgetaucht. Die Frage, liebe Geschwister, jetzt nicht, ob du glaubst oder ich glaube oder nicht. Die Frage, das ist Wahrheit. Gott, der uns gemacht aus nichts. Gott, der uns aus Staub gemacht und hat uns dieser Verstand gegeben. Er kann auch das tun. Sind wir gegen die Physik? Nein. Aber Gottes Wort, der Glaube an den Herrn, es ist höher als alles, was wir lernen. Noch ein Beispiel kam zu meinen Gedanken bei der Vorbereitung. Sonne und Mond stehen einen Tag lang still. Josua 10, Vers 13. Glaubt man das? Das haben wir nie gesehen.
aber es ist passiert. Nimm die Bibelstelle mit. Prüf das zu Hause. Wenn ich darf, noch ein Beispiel. Der Schatten geht um 10 Stufen zurück. Josua 38, Vers 8. Wissen Sie, was heißt das? Wenn die Schatten kommt bis dahin, normalerweise es werde nie nochmal zurück. Das ist wie die Uhr, geht nie zurück. Aber les mal, warum uns das passiert. Und jeder von diesen vier Beispielen hatte eine sehr tiefe geistliche Bedeutung. Die Bibel ist nicht nur ein Buch, der sagt über Wunder. Das hat eine sehr tiefe geistliche Bedeutung. Im Neuen Testament will ich auch ein paar Beispiele, bevor ich an unser Thema reinkomme. Wasser wird zu Wein. Johannes Evangelium, Kapitel 2, Vers 10. Wenn ich ein Glas Wasser 10 Jahre, lasse ich das hier 10 Jahre, werde nie gegärt, werde nie gären, ist richtig, gären zu sagen, ja, werde nie gären. Aber der Herr hat das gemacht. In die Chemie wird das abgelehnt. Ich denke, langsam werdet ihr wissen, was ich wollte heute sagen in dem Gottesdienst, dass der Herr ist höher als alle unsere Probleme, Schwierigkeiten, Krankheiten. Ich komme gleich dazu. Das zweite Beispiel, 5000 Leute werden satt von 5 Stück Brot und 2 Fische. Das passiert Johannes Evangelium 6, Vers 8, Vers 11. Sie wissen, ich habe 3 Söhne. Und jeder Sohn hat eine besondere Gabe. Ein von meinen Söhnen ist ein sehr guter Koch, kann richtig sehr gut kochen. Ist kein Problem, er ist Pastor und er isst gerne auch. Zweiter Sohn kann sehr gut Süßigkeiten machen, kann wunderbar diese Stollen über in Weihnachtszeit, er macht für uns, für die ganze Familie, sehr gut. Aber der Dritte hat eine total andere Gabe. Er kann sehr, sehr gut essen. Und wenn ich unser Philipp, die 2 Stück Fisch und 5 Stück Brot, das ist für ihn Vorspeise, das ist besser, etwas kein Appetizer, ganz am Anfang. Manche von den Evangelisten habe ich berechnet, das waren nicht 5000 Leute, das waren über 20.000 Menschen. Weil die Bibel sagt 5000, außer die Kinder und die Frauen. Das ist im Orient, Israel im Orient, wie in Ägypten. Jede Familie hat mindestens ab 5 Kinder. 20.000. Wer kann das glauben? Wie kann das passieren? Er kann das tun. Noch ein Beispiel. Ein Mensch kann auf dem Wasser gehen. Und ich habe diese Bibelstelle extra aus Matthäus Evangelium Kapitel 14, weil dieselbe Wunder ist passiert in Johannes Evangelium Kapitel 6. Aber Jesus auf dem Wasser gelaufen. Hier steht, dass Jesus dann, wem? Petrus. Wie kann man den Körper voll mit Blut und Plasma und Knochen und Haut und Haar. Wie kann das passieren? Wenn der Herr befiehlt, wenn der Herr sagt, es ist höher als alles, was wir lernen, verstehen. Er ist nicht gegen unser Verstand, er ist über unser Verstand. Ein Toter, der schon stinkt, wird wieder lebendig. Johannes Evangelium 11, 44 über Lazarus. 4 Tage gestorben,
Seine Schwester hat gesagt, als Jesus sagt, wo habt ihr ihn begraben? Sie hat gesagt, Herr, Meister, er stinkt schon. Eine Sünde, die stinkt schon. Die hat alle Geld von der Familie verdorben. Eine Sünde, die hat den ganzen Körper kaputt gemacht. Kann dir Herr eine neue Hoffnung geben? Kann dir Herr von einem sehr trockenen Stock noch Leben bringen? Das wollen wir heute zusammen behandeln. Die Mauer von Jericho, was bedeutet sie? Das Volk Israel stand vor die große Tor und die Bibel sagt hier, Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten. Türen, die sind die schon verschlossen und der Mauer ist sehr hoch und breit. Was bedeutet das? Vielleicht innere oder äußere Schwierigkeiten. Eine Mauer, eine verschlossene Tür oder eine schlechte Gewohnheit. Am Anfang letztes Jahr war ich mit Bruder Nizar zusammen. Wir waren in Italien, in Torino, mit Bruder Nino und seiner Frau. Und es war dort ein Satz auf der Straße mit Bibel verteilen, mit Literatur verteilen. Und einer von den Gesprächen, ein junger Mann, hat er gesagt, ich kann nicht raus, ich nehme Drogen. Ich kann nicht, ich weiß nicht, was, ich will nicht, aber ich kann nicht das aufhören. Eine schlichte Gewohnheit. Wir haben gesessen, der stand verlassen, auf Seite gesessen, habe ihn eingeladen, etwas zum Trinken. Wir haben ein sehr schönes Gespräch. Am nächsten Tag, am Sonntag, kam er zu der arabischen Stunde, war Gottesdienst dort, kam er. Und wir haben zusammen gebetet. Ich bete weiter, dass Gott ihm helfen, dass er raus von dieser Anfechtung. Es kann sein auch eine ungesunde Beziehung. Ungesunde Beziehung. Und das hat da nichts zu tun, wie alt bin ich. Ob ich 18 oder 28, 38 oder 68, es spielt keine Rolle. Eine ungesunde Beziehung. Vielleicht muss nicht ein und eine. Es kann sein, dass zwei Frauen, zwei Männer, einer von den beiden ist gottlos. Seine Worte, seine Vorstellung und eine Dame, die immer hatte etwas gegen Männer und die redet gegen Männer und die andere Frau wird geimpft gegen ihren Mann. Mit wem sitzen wir? Was lassen wir in unsere Ohren reinkommen? Eine ungesunde Beziehung oder die Tochter hat eine Beziehung mit einer, der gottloser ist. Es gefällt sie oder das Gegenteil. Unser Sohn, der geht zum Beispiel und macht Beziehung mit einer Frau, die gehört nicht zu Gottes Volk. Es gefällt vielleicht die Äußerlichkeit oder ihre Hobbys oder solche Sachen. Was können wir auch als Eltern tun? Hier in Europa, die Eltern sind sehr arm, die können nichts tun. Aber wir haben Knie und wir können aus diesen Knie beten, dass Gott behütet unsere Kinder und Enkelkinder von solchen Beziehungen. Aber wir auch. Wir auch, ich als Pastor, wir auch als Gotteskinder. Wir müssen sehr vorsichtig sein mit aller schlechten Beziehung. Die nimmt von mir die stille Zeit, die nimmt von mir die pure Herzen, Gedanken. Ich war in Ägypten und dort habe ich jemanden besucht, der hatte Probleme, hatte einen Nierenstein. Ich wollte ihn besuchen, er hatte Schmerz, sehr starke Schmerz. Dann bin ich Richtung Süden gefahren, nach Asyut, Stadt in die Mitte von Ägypten. Und als ich zurück, ist er schon operiert und sagte, kannst du mir zeigen? Er hat mir gezeigt, die Steine, die der Arzt rausgeholt hat.
Es ist wie, weiß nicht, wie eine ganz kleine Erbsen oder ein bisschen größer als Reis. Ich so, ist die, macht alle diese Schmerz. Das macht die falsche Beziehung, das macht die Sünde. Eine fremde Material, fremde Körbe kommt zu unseren Gedanken, kommt zu unseren Augen. Eine schlechte Gewohnheit, eine ungesunde Beziehung oder finanzielle Probleme. Ich weiß nicht, wie komme ich raus davon, finanzielle Probleme. Oder Probleme in der Ehe. Oder Probleme in der Gemeinde. Das ist wie der Mauer von Jericho. Kann man das gewinnen? Kann man das überwinden? Die Mauer von Jericho, wie überwinde ich sie? Jetzt komme ich an die praktische Seite. Nummer eins, gehorsam gegenüber Gott. Gott sagt zu Josua, Josua Kapitel 6, Vers 2, aber der Herr sprach zu Josua, siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Königleuten in deine Hand gegeben, mit dem Bast. Gegeben, ich habe es in deine Hand gegeben. Herr, der Mauer steht noch, die Tür ist geschlossen. Aber der Herr sagt, ich habe es gegeben. Glaube, gehorsam zu Gott. Glaube, was der Herr sagt. Wir haben die Beispiele gesehen, die kann man nicht glauben, aber es ist geschehen. Glaube. Zweite Sache, gehorsam gegenüber geistlichen Leitern. Wissen Sie, wenn einer Bitterkeit gegen seinen Leiter hat, in die Gemeinde, in die Arbeit, ist hier oder hin, da kommt Bitterkeit. Danach kommt eine Art von Rebellion. Und der Mann sieht alles schwarz. Die Ungehorsam zu Gott, die Ungehorsam zu dem Leiter, das bringt bitteres Ergebnis. Das hilft nicht. Deswegen, es ist sehr wichtig. Josua hat gehört, was Gott gesagt hat. Und er ist gegangen zu den Priestern. Der Herr hat für uns gesagt, er hat uns der Mauer in die Hand gegeben. Die Priester und das Volk haben gehorsam zum Josua. Nummer drei, Vorbereitung für die Posaune. Gott sagt, lass die Priester jeder ein Posaun vorbereiten. Normalerweise die Posaune werden gebracht, wenn ein Sieg passiert. Aber wir haben noch nicht, der Mauer steht noch, aber der Herr sagt. Ich erinnere mich an die Geschichte, als in Deutschland war lange Zeit kein Regen. Alles war trocken. Erzählte mir mein Schwiegervater, er ist heimgegangen mit 95 Jahren alt, erzählte, es ist passiert in Deutschland ab und zu, war richtig sehr schwierige Zeit. Eine Gruppe von wiedergeborenen Christen von dem Bauern haben sich beschlossen, dass die jeden Abend in andere Haus gehen und beten um Regen. Und in einem Abend, als einer von diesen Brüdern unterwegs zum Gebetsstunde, seine kleine Tochter wollte mit ihm gehen. Und er hat versucht zu sagen, es ist uninteressant für dich. Es gibt keine Kinder dort. Es wird schwierig für dich. Bleib hier. Aber sie wollte unbedingt. Unterwegs entdeckte er, dass sie hat in die Hand den Regenschirm, was es immer hinter der Tür gehängt. Und sagt, was machst du damit? Aber das Kind mit seiner Glaube hat gesagt, Papa, ihr geht jetzt zum Beten um Regen. Wie werden wir nach Hause zurückkommen, wenn der Regen nicht stark wird? Und da habe ich gelernt von dieser Geschichte, dass manchmal beten wir, aber wir vorbereiten die Posaune. Wir beten, dass der Mauer fällt, aber wir vorbereiten die Posaune nicht. Wir beten, dass die Probleme werden aufgelöst, aber ich persönlich nicht innerlich vorbereitet für die Ergebnisse.
die Bundeslade tragen. Hebräer 9,4. Bundeslade. Was macht eine Holzkiste? Du hast eine Mauer, du brauchst Bagger, du brauchst diesen Presshammer, du brauchst vielleicht Dynamit. Die Bibel sagt hier, die Türe von Jericho war richtig geschlossen. Und ich denke, wenn die Bewohner von Jericho gucken von der Mauer und sehen jeden Tag die armen Israeliten, laufen einfach, tragen eine Holzkiste und die Priester haben ein Posaun in die Hand und die laufen jeden Tag, sechs Tage. Was denken die Bewohner von Jericho? Dass die Israeliten sind verrückt. Aber die Bundeslade hatte drei Sachen. In dieser Kiste hatte drei. Das ist nicht nur eine Holzkiste. Die hatte zuerst zwei Gesetztafel, Gottes Gebote. Die zwei Steine, Tafel, waren innen drin. Und das ist Gottes Gebote. Wir tragen Gottes Gebote. Durch Gottes Gebote wird alle Mauer hinfallen. Viele Probleme kommen, weil wir haben das Buch verlassen. Wir haben die Beziehung zu Gottes Wort einfach so nebenbei. Wir tragen Gottes Gebote. Seine Gebote ist nicht schwer für uns, sagte die Bibel. Dann hat er Krug für das Manna, Gottes Brot. Symbol vor dem Herr Jesus Christus, das lebendige Brot, das war innen drin, in dieser Kiste. Und das dritte war Aarons Stab, was ich davon gesprochen habe. Dieser Stab, der hat Sprossen mit Mandel gebracht. Gottes Gebote, Gottes Brot und Gottes Kind, Jesus Christus, der auferstanden ist. Und vor allem die Gehorsam. Wir machen, Herr, was du sagst. Kann das sein durch die Gebete und die Fasten? Der verlorene Sohn, die verlorene Tochter, diese Probleme in der Arbeitsstelle oder eine Probleme in der Familie. Jemand, der für uns das Leben bitter macht, kann Gott das auflösen? Ja, weil er hat das gesagt. Ich muss gehorchen und glauben. Und es steht in der Bibel hier, dass morgens früh, in Vers 12, morgens früh stand Josua und die alle Priester haben die Posaune getragen und die anderen haben den Bundesladen und die haben angefangen mit Glaube in die Stille. Was ist am siebten Tag passiert? Er sagt, am siebten Tag, dass der Mauer hingefallen in seinen Platz. Ohne Unfälle. Ohne Unfälle. Weil der Herr hat das erlaubt. Der Herr hat das gemacht. Sagt hier die Bibel in Vers 20. Josua 6, Vers 20. Die Mauer von Jericho. Was ist das Ergebnis? In Josua 6, Vers 17 bis 20. Und das ist der Hauptkern meiner Predigt heute. Gottes Wege zwischen Glaube und Verstand. Es war in dieser Stadt eine Bewohnerin, die heißt Rahab. Und die Bibel sagt, Rahab die Hure. Eine Frau, die lebt ihr Leben lang von Mann zu Mann. Aber eines Tages, als Josua zwei Leute geschickt, das Land zu entdecken und zu gucken. Die Frau hat diese Leute in ihrem Haus versteckt, dass die nicht umkommen. Und die beiden haben die Frau versprochen, wenn wir diese Stadt überwinden und besiegen, du wirst leben. Und Josua sagte zu diesen zwei Leuten, Rahab, in Vers 17, Rahab, nur Rahab, die Hure, sie und alle ihre Verwandtenschaft werden leben. Deswegen kam zu meinem Herzen dieses Bibelvers. Glaube an den Herrn Jesus Christus.
Und er sagt hier in Vers 23, die zwei Männer sind gegangen in die Stadt rein. Und da haben Rahab, ihr Vater, ihre Mutter, ihre Geschwister und alles, was sie gehört, alles raus von der Stadt, in die Freiheit. Rahab ist ein Name, bedeutet Rahab. Rahab heißt groß. Groß. Der Herr hat die Tür geöffnet. Und in Matthäus Evangelium Kapitel 1, normalerweise, wir lesen nicht oft dieser Kapitel, weil es voll mit hebräischen Namen. Aber gucken bitte Sie mit mir Matthäus Evangelium Kapitel 1, ich komme langsam zum Schluss. In Vers 5. Gottes Wege. Wie kann Gott von einer Hurenfrau, einer Frau, die ist von dem Königshaus, machen? Salmon zeugt Boaz mit der Rahab. Rahab, die Hure, ist zum Glauben gekommen und sie hat das alte Leben abgegeben. Und ihr Motto war 2. Korinther 5,17. 2. Korintherbrief 5,17. Denn wenn jemand in Jesus Christus, er ist neue Kreatur, das alte Leben ist vergangen, alles ist neu geworden. Die heißt jetzt Frau Rahab oder Madame Rahab. Nicht mehr die Frau, die Hure war. Steht hier, Salmon zeugt Boaz mit dem Rahab. Boaz zeugt Obed mit der Ruth. Aha. Ruth, die Abgelehnte, die Moabiterin. Und Obed zeugt Isai. Und Isai zeugt den König David. Rahab ist eine von der Familie von dem König David. Und wer kam noch weiter von dem Stamm David? Unser Herr Jesus Christus. Das ist Gottes Wege. Unser Verstand akzeptiert nicht. Wenn ein oder einer, der lebt in Hurerei, wir sagen, das ist keine Chance. Aber der Herr kann. Der Herr kann ändern und macht Wunder. Deswegen, wir glauben an den Herrn Jesus Christus, werden wir aber auch unser aller Haus gerettet. Seine Wege ist höher als unser Wege. Und seine Worte ist immer Wahrheit und die bleibt Wahrheit. Warum hat Gott diese Thema auf meinem Herz gelegt? Steht vor dir eine Komplikation, du siehst keinen Weg. Der Mauer ist hoch, die Tür ist zu. Gehorche, was der Herr sagt. Und wenn der Herr ein Leiter in deine Wege gibt, gehorche, aber ich habe gesagt geistliche Leiter. Leute, die haben Beziehung und heißen Rat mit dem Herrn. Gehorche dein Leiter oder Leiterin. Trage Gottes Wort. Vorbereite die Posaune, weil der Sieg kommt. Der Sieg kommt. Möge der Herr uns helfen und segnen. Und in die kommende stille Zeit im Gebet bitte ich euch, dass wenn etwas in deinem Leben oder du hörst, dass eine Familie, jemand hat dich erzählt über Probleme, bring das in die Gebetzeit jetzt. Lasst uns eine stille Zeit nehmen. Thank you.
In der Wilde habt ihr Angst. Sei getrost, ich habe sie besiegt. Ich möchte euch erinnern, dass der Meister, der Bräutigam, kommt bald. Jedes Mal denken wir an die Wiederankunft Jesu. Das erleichtert unsere Schwierigkeiten. Die Zeit ist sehr nah. Ja, lieber Heiland, wir danken dir, dass wir dürfen mit aller unserer Schwierigkeit, Sünde, Schwachheiten, Probleme zu dir kommen. Wir glauben dein Wort, Herr. Manchmal die Gehorsam ist sehr schwierig. Gehorsam ist nicht immer leicht. Wenn ich erinnere, wie Vater Abraham, im 1. Buch Mose 22, musste er dich gehorchen. Es war nicht einfach. Das war eine sehr schwierige Prüfung. Aber er hat es getan. Und die Ergebnisse lernen wir bis heute. Wir danken dir, Herr. Helfe mir und uns alle, dass wir gehorchen, was du uns sagst. Wir kommen mit unser Unverstellbar zu dir. In dir ist immer die Antwort. Gebrauche dieses Wort als Segen für jede Hörerin und Hörer, ob hier in dem Raum oder in anderer Platz. Wir danken dir, Herr. Amen.